Und meine Willkommen zurück zu Mario Golf Super Rush. Beim letzten Mal haben wir diese Crossroute nicht geschafft. Mit den fucking 6 Löchern, weil wir ganz oben nicht hinkamen. Deswegen müssen wir das jetzt leider noch einmal machen. Und hoffentlich geht's jetzt besser. Richtig schon. Voll aufgeregt habe ich mich da, Alter. Unglaublich. Ah, wieder im Bunker, genau wie beim letzten Mal. Gut. Geh rein, Alter. Ja, ist er nicht. Als ob er noch so weit cool hat, ey. Nein, oh Mann. So Leute, das kann man für richtig verkacken schon, ey. Naja, war etwas zu weit, aber okay. Ja, ist noch zu kurz. Den kommen wir zum Tornado. Und jetzt bitte da direkt hoch, ey. Ja, geh hoch. Nein. Warum reicht das nicht, ey? Der liegt doch genau da, Alter. Ich werde es ja aber heute schaffen, Alter. Dann vielleicht schaffen wir es beim letzten Mal. Oh nein. Alles nochmal. Ja, wieso komme ich da jetzt nicht hoch, Mann? Ah, lauf doch nicht vorbei, ey, da. Wieso läuft das so schnell mal? Statt beim Ball direkt dann anzuhalten, dann läuft er vorbei. Ist auch irgendwie komisch gemacht, ey. Dann nehmen wir erstmal diese Fahne damit. Ah, dahinter. Ups. Nein, wie du schwach. Ja, er geht da nicht hoch. Ja, so klar. Ja, wir müssen hier in den Scheiß Tornado erst rein.
damit er da hochkommt. Mach 3 Sprünge, bist du schneller da. Scheiße, auf Straße kann man auch nicht so schnell laufen. Ah, Gott. 18 Schläge jetzt noch für die letzten 2 Löcher. Ja, das stört einfach. Ich kann doch gar nicht da vorne anlaufen. Ich hoffe, wir liegen jetzt perfekt davor, dass er direkt hochkommen wird. Ah Mann, das kann doch nicht wahr sein, Alter. Wieder an dieser Stelle, dass wir da nicht hochkommen, ey. Kann man nicht anders lang gehen? Muss man da hoch, ey. Ja, genau hier gegenschlagen, Alter. Okay, jetzt nur noch hoch irgendwie. Ich glaube nicht, dass er das schaffen wird, aber... Nein, bleib da liegen! Oh, ich danke dir, ey, meine Güte. Was für ein Quatsch hier. Ja, danke, ey. Warum nicht Balletta so? Oh Gott. 10 Schläge jetzt noch für das letzte Loch. Wir müssen einfach noch geradeaus hier. Es geht natürlich auch etwas bergab. Ja, nicht nach hoch wieder aus, am Blitz. Aber wieso driftet er dann nach links jetzt? Gut. Yay! Endlich geschafft, Alter! Können wir jetzt am Turnier teilnehmen? Einmal freie Leistung. Damit darfst du an der Schraubstange Qualifikationsrunde teilnehmen. Einmal, wer könnte sagen, dass es solch eine Qualifikation überhaupt geht? Ich vereinfache es auch offen. Du hast deine Chance, an ein Bronzeabzeichen zu kommen. Bei deiner Form wird das doch kein Kinderspiel für dich.
Normales Turnier ist der Kurs immer noch nicht gut genug. Der Crossroads-Kurs ist jetzt vom Golfverband offiziell als mögliche Spielart für Qualifikationen anerkannt worden. Lauf einfach rüber zur Anmeldung, dort erfährst du mehr. Ja, Qualifikationen, endlich, ey. Start. Wurde ja auch Zeit, dass blablabla. Sehr nicht verkehrt, wenn du nicht nur, wenn du dich vor dem wichtigen Tag gut ausruhst. Du kannst gerne bei uns die Nacht verbringen, um morgen fit zu sein. Und falls du noch ein Röntchen üben möchtest, dann sag einfach hier Bescheid. Ne, ich will nichts üben. Ja, wir wollen ins Bett gehen. Uns ausruhen jetzt hier und die Qualifikation jetzt beenden. Halt, wenn ihr die Qualifikation startet, gibt dein Bestes, ja? Klar kannst du dein Chrom-Abzeichen bald gegen ein schickes Bronze-Abzeichen eintauschen. Bereit? Auf jeden Fall. Oh, ich habe doch gar nicht geredet, Alter. Man kann leider hier nicht springen. Finde ich ein bisschen schade. Erste offizielle Qualifikation im Kostrote Golf aller Zeiten steht an. Alle Löcher mit höchstens 45 Schlägen. Du kannst ja auch den Platz durchdrücken. Okay, am besten macht man das vor dem allerersten Schlag, damit man seine Route besser planen kann. Und das war's auch schon. Dann kannst du ja losgehen, oder? 45 Schlägen. Wie viele Löcher? 9? 9 mal 5, 45. Ach Scheiße, hinter uns ist direkt eine Flagge. Wir gehen auch direkt runter. Schöner Schlag. 9 Löcher, ja. Pro Loch 5 Schläge maximal. Ja, geh rein, geh rein! Yeah! Fast vorbei, ja. Fast drin, Alter. Aber leider nicht. Okay. Kommen wir da hoch, so, mit dem Anschlag? Ah! Mist! Jo, ho, 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 ho! Oh, schon scheiß Ding, Alter. Ah, das werde ich bestimmt nicht schaffen, Alter. Warum fliegt er nicht nach oben? Verstehe ich gar nicht. Ja, ins Aus auch noch. Wie blöd ist der? Okay, wie soll ich da jetzt hochkommen? Ja! Geh da raus! Oh Gott, was für ein Quatsch hier! Okay, da vorne. Ja, der braucht auch eine Ewigkeit, da hinzukommen, ne? Okay.
Geh rein! Nicht dein Ernst! Darauf komme ich auch gar nicht, ey. Ach, der ist oben. Okay, sehr schön. Ey, man, einmal was funktioniert, ey. Geh weg. Bin da voll durchgelaufen, aber egal. Crossroute Golf, richtig dumm, ey. Der war ziemlich gut. Komm, geh rein. Schön. Ne, ich gehe hier lang, dann... Ja, da jetzt rüber. Hoffentlich kommt er dahin, wo ich geplant habe. Okay, sehr gut. Scheiß auf die Münzen, ja. Ja, fast drin, Alter. Oh mein Gott. Okay, das war jetzt gut. Jetzt nehmen wir die hier links noch erst. Genau. Meinst du? Aber im Bunker gelandet. Und dann nur noch 4 Stück. Kommt da nicht hoch, Alter. Dass er jetzt nicht hochkommt. Alter, was für ein Quatsch. Man kann auch nicht mal richtig lenken mit dem Sprint, Alter. Ja. Ich wollte sagen, Alter. Geh bloß rein, ey. Okay. Ja, komm. Ne, ich will erstmal den ja gerade ausnehmen.
Ja, und das war jetzt gut. Oder jetzt, oh, diese Fels, Alter. Im Wege. Das ist blöd. Ah, dort entlang, dann zur Fahne. Ey, war doch geil, Alter. Wir sind dagegen in den Knall. Aha, geil. Schau mit Wind, ne? Muss man auch noch beachten. Lauf! Ah, wir haben voll wenig Schläge noch. Okay. 19 Schläge für 3 Löcher noch. Wir müssen halt immer wieder hochkommen. War gespannt, ob ich das reicht hier. Okay, hat gereicht. Puh. Schön. Jetzt gerade raus, wieder hoch. Na, wir kommen da nicht hoch. Oder? Wir sind die Karten? Okay, wir müssen da irgendwo. Okay. Ah, kein Ausdauer mehr. Aber es sollte klappen. Wenn nichts Schlimmes jetzt noch passiert, ey. Wow, Stange getroffen. Kein Hügel, einfach geradeaus. Yes. So, 13 Schläge bis zum letzten Loch. Okay, wir gehen hier rüber über die Brücke. Alles klar. Nein, du scheiß Wind, Alter. Ah, gerade wo ich losschlage. Die Münze kann man ruhig mitnehmen. Ja, das geht schon klar. Puh, cool. Qualifikationsrunde gleich bestanden, Leute. Okay. Lauf! Lauf, Basti, lauf! Okay, der geht jetzt rein. Schade. Sehr, sehr schade. Ja, danke, Mann. Beim Chrom hast du nun das Bronze drin. Super, dafür erhältst du eine Preis von 1000 Münzen. Cool. Bronze, Silber, Gold, Platin. Vorne nicht viel schneller. Ausdauer mal. Nein, nicht. Kontrolle. Aber die zwei.
das war aber ja wieder was für krass. Da kann ich mal richtig reden hier, ey. Mein volles Spiel von dir! Du hast die Qualifikation mit Bravour abgeschlossen. Klasse gemacht. Hat sich echt gelohnt, dass ich extra deine Ding als Zuschauer dabei war. Besser Tat aller Zeiten. Danke dir, Torf. Damit ist nicht nur beim Lobleid. Du bist nun stolzer Besitzer eines niegelnagelneuen Bronzeabzeichen. Glückwunsch! Das muss gefeiert werden, aber feier nicht zu lange, denn größere Herausforderungen warten schon auf dich. Es ist eigentlich an der Zeit, dass du dich zur Qualifikation nach Dünenwald aufmachst. Nur leider ist die Straße immer noch nicht nutzbar. Die Leute werden ja dafür gebraucht, um kurz wieder auf Vordermann zu bringen. Aber Moment mal, ganz in der Nähe, hier wohnt doch ein echter Golf-Veteran. Total bekannt, er heißt Meister Stinger. Meister Stinger ist ein, nun ja, er hat Charakter. Aber in jedem Fall kann er dir garantiert vernünftige Sachen bringen. Okay. Da werden wir aber beim nächsten Mal weitermachen. Dann bedanke ich mich herzlich fürs Zuschauen. Übrigens, wir müssen da hochgehen, auf jeden Fall. Naja, dann sage ich nur noch, ich bin euer Basti, bleibt fit in Shape und ciao.